Wir sind hier gerade bei einem großen Hafen in Spanien. Von hier aus werden Rinder aus ganz Europa wochenlang auf Schiffen exportiert. Auch Tiere aus Österreich. Der Hafen ist nicht erreichbar für Leute von außen, also niemand soll sehen, was dort mit den Tieren passiert. Man kann sehen, mit welcher Gewalt die gestressten und verängstigten Tiere über die Rampe ins Schiff getrieben werden. Das Beladen auf die Schiffe dauert mehrere Tage und in der Zeit müssen die ersten Tiere im Schiffsinneren ausharren. Das verlängert den ohnehin schon wochenlangen Transport für die Tiere noch weiter. Österreich kennt die schrecklichen Bedingungen der Transporte. Österreich weiß, was mit den Tieren nach der Mast geschehen kann, dass sie wochenlang auf qualvollen Schiffstransporten in den Tod gefahren werden. Und deswegen fordern wir: Stopp der Exporte von österreichischen Milchkälbern.